Hallo, ich bin Anna. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Lernzyklus lernst du, wie der Kalender aufgebaut ist und wie man Zeitmasse umrechnen kann. Speziell in diesem Video zeige ich dir mit Hilfe des Kalenders, wie viele Tage und Wochen ein Jahr hat, beziehungsweise wie du verschiedene Zeitmasse umrechnen kannst. Wir werden auch gemeinsam herausfinden, wie viele Sekunden ein Kinofilm dauert. Anfangs möchte ich dir die Abkürzungen der Zeitmasse erklären, damit du dir im Laufe der Videos leichter tust. D steht für Tag, H steht für Stunde, Min für Minute und als S wird die Sekunde bezeichnet. Du kannst es dir leichter merken, wenn du es mit den englischen Begriffen in der grauen Box nebenan vergleichst. Sehen wir uns nun einen Kalender näher an. Falls du einen Kalender bei der Hand oder in der Nähe hast, hol ihn doch gerne. Jedes Handy hat zum Beispiel die Funktion eines Kalenders. Drück doch einfach auf Pause, bis du wieder da bist. Wenn wir uns jetzt die Jahresübersicht ansehen, hat das Jahr 12 Monate. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Finden wir doch heraus, wie viele Wochen ein Jahr hat. Bevor wir jetzt zum Zählen anfangen, möchte ich euch auf die kleinen grauen Zahlen links am Rand aufmerksam machen. Dies sind die Kalenderwochen. Dank dieser sehen wir auf einen Blick, dass es 52 Wochen im Jahr gibt. Wenn wir nun auf die Monate gehen, können wir erkennen, wie viele Tage solch ein Monat hat. Aber Achtung! Nicht jeder Monat hat gleich viele Tage. Ein Monat hat zwischen 28 und 31 Tage. Dies kann man mit Hilfe der Zählweise der Handknöchel leicht herausfinden. Ich zeige dir, wie das geht. Mache mit den Händen eine Faust und betrachte diese von oben. Zähle nun die Knöchel bei mir gelb und die Vertiefungen bei mir grün abgebildet auf deiner Handoberfläche. Sieht man den Knöchel, so sind es 31 Tage. Ist die Vertiefung zu sehen, sind es 30 bzw. 28 Tage im Februar. Wir fangen mit dem Jänner an. Hier ist der Knöchel zu sehen und hat daher 31 Tage. Der Februar 28 Tage. Der März 31 Tage. Der April 30. Der Mai 31. Und der Juni 30 Tage. Im Juli sind wir mit der einen Hand fertig und beginnen auf der anderen Hand im August wieder mit einem Knöchel. Der Juli und August haben beide jeweils 31 Tage. Dies kann man natürlich so fortsetzen. September, Oktober, November und Dezember. Ich hoffe, dies ist eine Merkhilfe für dich. Versuch doch mal mit Hilfe deines Kalenders herauszufinden, wie viele Tage eine Woche hat. Wenn du eine Woche ist gleich 7 Tage herausgefunden hast, dann bist du super dabei. Wechseln wir nun vom Kalender zur Uhr. Weißt du noch, um welche Uhrenart es sich hier handelt? Es ist die analoge Uhr. Wenn wir den roten Stundenzeiger verfolgen, stellen wir fest, dass er 12 rote Strecherl auf unserem Ziffernblatt passiert. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass es sowohl den Tag als auch die Nacht gibt. Daher hat ein ganzer Tag 24 Stunden. Hier verwende ich nur mal die Abkürzungen. Du weißt ja schon, was diese bedeuten. Wenn du nun den grünen Minutenzeiger betrachtest, kann man erkennen, dass er bei 60 kleinen Stricherl vorbeistreicht, um eine komplette Runde zu erreichen. Hier kann man sagen, eine Stunde sind 60 Minuten. Betrachten wir nun den blauen schmalen Sekundenzeiger, macht dieser etwas ganz Ähnliches, nur etwas schneller. Eine Minute sind daher 60 Sekunden. Ich zeige dir hier ein Bild, wo du die Umrechnung deutlich sehen kannst. Möchtest du von Sekunden auf Minuten oder von Minuten auf Stunden umrechnen, musst du dividiert durch 60 rechnen. Genau umgekehrt ist es, wenn du von Stunden zurück auf Minuten
oder von Minuten auf Sekunden rechnen möchtest. Hier wird jeweils mal 60 gerechnet. Probieren wir es doch gleich einmal an einem Beispiel aus. Wollen wir 2 Minuten in Sekunden umrechnen, müssen wir 2 mal 60 Sekunden rechnen. Das ergibt 120 Sekunden. Wir wollen uns jetzt einmal ein etwas anderes Beispiel ansehen. Du hast sicher schon bemerkt, dass die Kinofilme mit Stunden und Minuten angeschrieben werden. Wir wollen uns jetzt aber einmal berechnen, wie viele Sekunden solch ein Film dauert. Ein Beispiel. Der Kinofilm König der Löwen dauert 1 Stunde und 58 Minuten. Wie können wir nun die 1 Stunde in Minuten umrechnen? Dies wären 60 Minuten. Wenn man jetzt alle Minuten zusammenzählt, die 58 Minuten von vorher, die 60 berechneten Minuten, sind es insgesamt 118 Minuten Filmzeit. Um von den Minuten aus die Sekunden zu bekommen, betrachten wir wieder unsere Umrechnungshilfe. Wir müssen also die 118 Minuten mal 60 rechnen, um auf Sekunden zu kommen. Die Antwort lautet also, der Film dauert 7080 Sekunden. Zum Abschluss möchte ich dir noch einmal die wichtigsten Umrechnungen zeigen. Ein Jahr hat 12 Monate oder 52 Wochen oder 365 Tage. Ein Monat hat 28 bis 31 Tage. Eine Woche hat 7 Tage. Ein Tag hat 24 Stunden. Eine Stunde hat 60 Minuten. Und eine Minute hat 60 Sekunden. Jetzt weißt du hoffentlich, wie man verschiedene Zeitmaße berechnen kann. Wenn du noch herausfinden willst, was der Unterschied zwischen Zeitpunkt und Zeitdauer ist und wie du diese berechnen kannst, dann sieh dir doch einfach das nächste Video an. Bis bald und danke fürs Zuschauen!